Weiter geht's mit Pokémon Kolosseum. Diesen Part werde ich Tragal besiegen. Dafür muss ich aber da oben lang. Ich habe vorhin Janma gefangen, habe ich aber eingeblendet. Den Kampf gegen den Typen will ich verhindern. Ja, gut. So, und der steht hier oben irgendwo. Genau dort. Okay, man kann ihn leider nicht von vorne ansprechen. Oder? Nope. Quahahaha! It's Wario. Pretty brazen for a traitor to come stumbling back, Anik. I got careless back at Duelgen Tower, but this is the Snaggum hideout. We might be shattered, but this is my home turf. This is where I make my stand, I can't lose. Ja, das werden wir erstmal sehen. Ich hab ja im letzten Part nicht gewusst, wo der ist, und da habe ich zum Internet nachgeguckt. Oh, stimmt. Warum ist das denn fast tot? Ich jetzt gerade in Erinnerung, dass es fast gestorben ist. Man muss ja immer, wenn man hier reinkommt, erst gegen den einen Typen da unten kämpfen. Jetzt, wo ich gerade den EXP-Share sehe, ich habe Megani den EXP-Share abgenommen. Für den Myrequisite. Das war jetzt gar nicht mal so gut. Das ist ja totaler Trash. Habe ich irgendwas gegen Typ Normal? Ne, Metacross ist gerade doof. Nämlich Entei. Das ist ja auch doof. Ah, zack. Oder habe ich Glück gehabt? Was? Das war echt dumm von ihm. Das war verdammt dumm von ihm. Und keine Ahnung. Ach, jetzt heilt er es. Okay, ich hätte doch drauf gehen sollen. Ich habe es sogar überlegt, auf Granbull zu gehen, aber ich dachte es stimmt sowieso. Weil Amaldo halt schon stark ist. Ach, das war so. Ach komm schon. Mann! Okay, das wird, glaube ich, an ihn gehen. Ich glaube, ich verliere das. Ich muss halt. Ich mach so. Ach Mist, was habe ich denn jetzt gemacht? Ich hätte Body Slam machen sollen. Junge, Amaldo, du bist so stark. Ich glaube nicht, dass es noch was wird. Ach, jetzt hat er einen Typ Kampf. Junge, nein. Was habe ich denn noch? Ich probiere es einfach.
mache es so. Ja, war klar. Ja! Komische Attacke. So, was könnte ich hier jetzt mal am besten machen? Ich weiß nicht, ob sich Amnesie lohnt, eigentlich nicht. Ach, nee. Okay, mach ich so Slam und dann nochmal Psychic. Ist es effektiv auf Stahl? Ja, ist es. Was? Nein. Ich hatte noch kurze Hoffnung. Ich hatte noch kurz die Hoffnung zu gewinnen. Wie viele Pokémon hat er denn noch? Das sind seine letzten. Okay, das. Ich mach's mal so. Einmal regenerieren und einmal. Okay, gehe ich ganz sicher. Du bist sowieso das Schnellste. Ist schon klar, dass so Attacken, also Angriffsspeil steigert, aber. Ob sich das jetzt so sehr gelohnt hat? Ob sich das jetzt so sehr gelohnt hat, werden wir gleich sehen. Ja, hat sich. Was? Ich muss es jetzt schon reinnehmen. Also ich überstrahle, das bedeutet, das muss ich auch. Da hätte ich lieber nochmal einen sollen. Was macht der denn? Ha! Haha! Nein. Ja, okay, ich war echt schlecht. Aber ich hatte halt den Nachteil, dass ich mit 5 Pokémon reingegangen bin. The way things are, I won't give you the satisfaction of asking why you blew up the Hideout and Abaddon Team Snaggin. But you remember this. So long as I breathe, Team Snaggin will rise from the shadows again. And with it, it will calm you down for a live in fear. Wahahaha. So, aber da sticht mir gleich was ins Auge. Ist mir ewig nicht mehr passiert. Ah, natürlich. Eine Disk. Ich weiß, wo ich hin muss. Ist schon mal gut. Ich glaube, das kann ich noch machen, oder? Oh nein. Oh nein. Ich muss den anderen Ausgang nehmen, sonst muss ich gegen diesen
Jetzt muss ich gegen diesen Typen kämpfen, der da dann runterspringt. Das würde für mich bedeuten, ich gehe Game Over. Ach, hier geht's locker noch raus. Ich bin voll geheilt. Ach, dann hätte ich auch den anderen. Dieses Spiel. Dieses Spiel. Ich hätte es noch fair gefunden, wenn man nicht geheilt ist. Den Kampf habe ich jetzt nur bestritten, um herauszufinden, dass ich voll geheilt bin. Auch gut. Vorbeigemogelt. Gut. Jetzt bin ich auch hier weg. Und ich muss natürlich zu dem unteren. Ja, hier kann man heilen. Was ich jetzt machen werde. Auch wenn ich ja vorhin voll geheilt war, aber. Durch den Kampf hat sich das dann geändert. Und mir ist aufgefallen, dass hier. Also mir ist es bestimmt schon eher aufgefallen. Dass hier die Pokebälle, also die richtigen Pokebälle reingelegt werden. Also wenn es ein Hyperball ist, dort ein Hyperball. Und so weiter. Gibt hier jetzt ab. Wer ist das? Hi, es ist Bit von den unteren. Ich habe Fotos gemacht und dann habe ich diesen Typen gesehen. Der ein komisches Lied gesungen hat und das Kolosseum wäre sein neuer Platz. Ja. Na, ich hab's mir schon ahnen können, dass ich jetzt hier unter. Also ich hab's geahnt, das wollte ich sagen. Und mal sehen, was da unten abgeht. Okay, was ist das? Steel Thief. Ach, ich weiß, was das ist. Das habe ich schon gelesen. Das kann ich ja noch zeigen. Da brauche ich die F-Disk. Diese Animation. Das hätte man noch lassen können. Finde ich zumindest. Ja, der fragt sich jetzt, wo seine Zähne sind. Das sind seine Zähne. Und ich kriege jetzt die L-Disk. Da kann ich schon das Item holen. Soweit es so lange dauert, habe ich es jetzt mal rausgeschnitten. Jetzt kann man diese wunderbare neue Animation bewundern. Krasser Shit. Oh! Ah, das ist nice. Das hat früher immer mein Rayquaza getragen.
So, mache ich das jetzt noch? Ich schaue mich mal um. Also ich muss zuerst natürlich noch die Disk reinlegen. Ja, komm. So, jetzt geht's wieder nach unten. Hier ist irgendwie das Licht nicht so gut. Lol. Oh, hier kann man heilen. Wahrscheinlich kann man jetzt hier gegen die Queen antreten. Was hat der Typ zu sagen? The Minor Colosseum is built on a former quarry. It's underground in every sense of the word. Ja. Der Part geht jetzt schon 29 Minuten, auch wenn ich da ziemlich viel kürzen muss. Und dann müssen wir erstmal schießen.